Die Frage aller Fragen, welcher Käsegräner wird der beste sein? 3, 2, 1, jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt Barbecue and More. Mein Name ist Mario und ich wünsche dir viel Spaß bei meinem neuen Video. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ist es die Käsegräner Challenge. Ich habe 6 meiner Freunde eingeladen, die dementsprechend die 15 verschiedenen Käsegräner, die ich in den Kredenzen werde, bewerten werden. Es ist eine Bewertung von 1 bis 10. 1 ist ungenießbar, 10 ist die beste Käsegräner, die sie je gegessen haben. Die Nummer 1 liegt schon drauf. Sie wissen weder, wo ihr der Hersteller ist, noch ob das eine guten Käsegräner ist oder eine herkömmliche Schweinekäsegräner ist. Sie kriegen sie kredenzt von mir, aufgeschnitten, sie werden sie verkosten, sie werden es benoten. Und ganz zum Schluss werden wir dann die 15 sind. Ich werde die ersten 7 werde ich bekannt geben, von wem und wo die her sind. Und der Rest werden wir einfach nicht zeigen oder nicht sagen, wem der Hersteller ist. Und ja. Ich bin gespannt, wie das Ranking sein wird und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Und jetzt stelle ich euch die einzelnen Käsegräner vor. Der erste Käsegräner kommt von Billa und heißt Ich bin Österreich Käsegräner. Der zweite Käsegräner kommt von Penny, Echt Bio Käsegräner. Der dritte Käsegräner kommt von Lidl von Dulano Putenkäsegräner. Der vierte Käsegräner stammt auch vom Lidl, ein gutes Stück Heimat, Bio-Mini-Käsegräner. Der nächste Käsegräner Nummer 5 kommt von Hofer. Der Käsegräner Nummer 6 ist von meinem Fleischhacker des Vertrauens und ist von Kabinger. Käsegräner Nummer 7 ist von Spar, der Tann-Käsegräner. Käsegräner Nummer 8 kommt auch von Spar, ist Hubers Puten-Mini-Käsegräner. Käsegräner Nummer 9 kommt auch von Spar und ist von Holzbauer. Käsegräner Nummer 10 ist von Vega Vita, der Cheesy Grill und kommt von Merkur. Käsegräner Nummer 11 ist von Clever und kommt auch von Merkur. Käsegräner Nummer 12 ist ein Ja Natürlich Bio-Käsegräner, auch von Merkur. Käsegräner Nummer 13 ist ein Hofstädter, die Grillerei Putenkäsegräner, auch von Merkur. Käsegräner Nummer 14 ist auch ein Hofstädter, die Grillerei, klassischer Käsegräner, auch von Merkur. Und zum Schluss die Nummer 15, Radatz Original Wiener Käsegräner, gekauft bei Radatz. Käsegräner Nummer 1, Käsegräner Nummer 2, die liegen auf der Plancha und warten aufs Verkosten. So, die Challenge ist vorbei. Die Jungs haben eigentlich ab der Hälfte geschwächelt, wobei ich mir gedacht habe, die reden immer von ja und essen und viel mehr essen, Schmidtchen, ich will bei dir essen und es ist alles viel zu wenig immer. Bei 7 haben es eigentlich voll WO gegeben und dann habe ich immer nur stückchenweise weitermachen dürfen. Das Ergebnis werte ich morgen aus, weil jetzt habe ich keine Lust, jetzt wird noch ein Glas Bier getrunken und jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß. Und ich wünsche euch dabei noch einen schönen Abend und das Video gibt es dann fertig morgen. Tschüss, Baba. Es ist soweit, ihr Lieben. Ich kann jetzt die Platzierungen bekannt geben von unserer Käsegräner-Challenge. Leider etwas später als geplant, aber es war in den letzten Tagen auch bei mir sehr viel los. Und ich habe euch ja gesagt, die ersten 7 Plätze werde ich bekannt geben. Es sind nur die ersten 6 Plätze, die ich bekannt gebe, weil wir auf diversen Plätzen Gleichstand haben. Und deshalb möchte ich hier nur 6 Plätze bekannt geben. Auf Platz Nummer 6 ist die Nummer 4 ein gutes Stück. Ich zeige euch das.
so ins Bild. Ja, ein gutes Stück Heimat Bio Mini Käsekreiner, Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 hat gemacht Hofstädter, die Grillerei Käsekreiner. Das ist Platz Nummer 5. Platz Nummer 4, Käsekreiner von dem Fleischhacker meines Vertrauens. Schaut her, das ist die Kabinger Käsekreiner. Platz Nummer 3 hat gemacht Holzbauer Käsekreiner. Ja, Platz Nummer 3. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 geht an die Radatz Original Wiener Käsekreiner. Und dann haben wir wirklich wahr mit allen dreien der gleiche Punktezahl von 6,57 Punkten. Die Käsekreiner Nummer 1. Ich bin Österreich Käsekreiner. Platz Nummer 1. Weiters Platz Nummer 1, die Hofer Käsekreiner, ja, auch Platz Nummer 1. Und noch einmal Platz Nummer 1 ist die, ja, natürlich Bio Käsekreiner. Tatara! Diese drei haben exakt die gleiche Punkteanzahl gemacht. Für euch nochmal kurz zur Auflösung, also wir haben 7 Testpersonen gehabt. Diese Testpersonen konnten bewerten von 1 bis 10. Konnten sie die Zahlen ausgeben für 1 ungenießbar bis 10 die beste Käsekreiner, die sie gegessen haben. Die Gesamtsumme habe ich dann durch 7 dividiert und da ist dann eben als Bestpunktezahl die 6,57 herausgekommen für Platz Nummer 1. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch bei euren zukünftigen Grillereien etwas weiter, um zu sagen, ich will einen guten Käsekreiner. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, vielleicht einen wohlwollenden Kommentar. Abonniert meinen Kanal und wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare stellen. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und pfiat euch und Baba.